Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen im Train Simulator. Wir befinden uns mal wieder auf der Strecke Köln-Koblenz und fahren heute einen Euronoid der ÖBB, heute allerdings mit Wagen des CNL. Als erstes öffnen wir die Türen und lassen die Fahrgäste zusteigen. In die Fahrdienstleitung an 420 bitte kommen. 420 hört. Konnten Sie gut ausschlafen? Naja, es ging. Ja, ich weiß, so lange war die Nacht noch nicht. Aber dafür haben Sie in Köln wieder fast den ganzen Tag frei. Also dann. Sie übernehmen nun den Euronight 420 Wien-Köln. In Köln ist Endstation. Wie Sie sehen, haben die Österreicher Wagenmangel. Also haben wir den zugestellt. Das wird natürlich wieder mit den Reservierungen chaotisch. Es sollten aber ausreichend Plätze vorhanden sein. Also können wir bei unzufriedenen Fahrgästen sehr kulant sein und ihnen eine höhere Kategorie anbieten. Ihr einziger Zwischenhalt ist Bonn. Gute Fahrt. Gut, alles klar, danke. Okay, die Lok ist soweit fertig. Wir können dann eigentlich auch gleich abfahren. Lösen noch schnell die Bremse an der Stelle. Und den Fahrtrichtungs- und dann Vorwärtsstellung. Als nächstes noch schnell die AFB zugeschaltet. AFB. 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 So. Der Fahrplan ist jetzt hier auch schon richtig eingestellt. Wir haben jetzt hier allerdings einen leicht veränderten. Und ja, dann geht's auch los. Wir schauen nochmal schnell draußen, ob auch wirklich alle Türen geschlossen sind. Ja, scheint so. Türfreigabe. Störung. So, Türen verriegelt. Ausfahrt mit 40. Und los geht's. Ausfahrt aus Koblenz Hauptbahnhof. So, hier stimmt alles. Einwandfrei. So, das Fenster kann wieder geschlossen werden. Die Türverriegelung, Fensterverriegelung wird eingelegt, damit sich die Fenster nicht während der Fahrt automatisch öffnen. Wir können uns schon befreien aus dem restriktiven Modus der PZB. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist Bonn Hauptbahnhof. Daraufhin folgt dann nur noch der Kölner Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, in Koblenz hat das Zugpersonal gewechselt. Wir begrüßen alle Fahrgäste im Euronight 420 auf der Fahrt von Wien Westbahnhof nach Köln Hauptbahnhof mit Halt in Bonn Hauptbahnhof. Bonn erreichen wir voraussichtlich um 8.19 Uhr, Köln um 8.42 Uhr. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, wunderbar. Ansagen sind wie immer auch dabei. Der Fahrplan hier rechts, der stimmt nicht ganz mit unseren Geschwindigkeiten bzw. unseren Zeiten überein. Jedoch haben wir eine ungefähre Orientierung, wo wir uns befinden und auch eine ungefähre Orientierung über die jeweiligen Streckengeschwindigkeiten. So, hier dürfen nur noch 90 Stundenkilometer gefahren werden. Daran haben wir uns dann auch zu halten. Hier vorne jetzt Koblenz-Lützel, 151er von Rollen. Hinten dran ein Containerzug mit den üblichen Waggons. Hier vorne sollte auch gleich das DB-Museum kurz zu sehen sein. Und das wunderbare Brückenstellwerk.
Ja, hier vorne kommt's. Koblenz Lützel. Und direkt nebenan das DB Museum. 160. So, wir haben hier eine Langsamfahrstelle eingezeichnet zwischen Weißenturm und Andernach. Wir müssen schauen, ob die noch dort ist, beziehungsweise ob die für uns gilt. Wir fahren heute Baureihe 101, 108-9. Hier City Nightline, kurz CNL. Wir fahren allerdings heute als Euronight, also EN. Zugnummer EN420 von Wien Westbahnhof bis Köln Hauptbahnhof. Unsere Höchstgeschwindigkeit ist 200 Stundenkilometer. Ja, 160 sind hier nur zu fahren maximal. Mehr schaffen wir eh nicht. So, 82. Also sind wir jetzt hier kurz vor Urmitz. Hier vorne müsste jetzt das AKW sein. Genau, mit Gleisanschluss. Mülheim-Kärlich. Ist aber mittlerweile schon abgeschaltet. Oder befindet sich, ich glaube sogar im Rückbau. Es war nur ein, zwei Jahre wirklich am Netz. Wenn überhaupt. Ja gut, hier in dem Fall hat man uns nur so einen riesigen Kühlturm hingestellt. Ja, ein Elefantenklo. Auf der rechten Seite sehen wir schon wieder den Rhein. In voller Pracht. Noch versperren uns die Häuser ein wenig die Sicht. Wir bremsen runter auf 120.
Ja, wir fahren heute mal die Strecke von Koblenz nach Trier, von Koblenz nach Köln und nicht umgekehrt. In den meisten Fällen sind wir immer von Köln nach Koblenz gefahren. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso wir andersrum so selten gefahren sind. Lag wahrscheinlich immer an den Aufgaben. So, nächster Halt ist erst in ca. 40 Kilometern. Hier zwitschern die Vögelchen noch. Und dann kommt der 10L oder EN vorbeigerast. So, hier kurz vor Andernach. Einmal der Bahnsteig und wir können schon die Zugkraft wieder wegnehmen. Dort vorne kommt schon wieder eine Langsamfahrtafel. Für 110 Stundenkilometer. Den Rest erledigt die AFB. Meine Damen und Herren, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir zurzeit kein Frühstück mehr servieren können, da uns das Gepäck ausgegangen ist. Wir werden versuchen, dieses beim nächsten Halt nachzuordern. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und informieren Sie, sobald wir wieder das Frühstück servieren können. Ja, schade, dann haben die Passagiere etwas weniger zu essen, aber wir hoffen mal, dass wir in den 40 Kilometern dann Gepäck wieder an Bord nehmen können. Und beim DB Service ist es ja eigentlich auch in der Regel so, dass man da relativ schnell ja, Nahrung nachgeliefert bekommt. Ja, Fahrtziel Natur. Erholen, erleben, erhalten. Also die 101er im Naturfarbkleid. Dem Slogan Natur. Ja, aber die Bemalung selbst hilft nicht viel. Man muss daran arbeiten. 140. Eine 101er in Silber, Intercity hinten dran. So, es müsste jetzt hier der Bahnhof in Amedy gewesen sein. 68,8, genau. 69,2 von Amedy. Also können wir noch ein Stückchen weiter blättern. Nächster Bahnhof, den wir durchfahren, ist dann Brohl. Darauf folgt Bad Breising. So, 160, Höchstgeschwindigkeit. Einmal den AFB-Hebel komplett durchgelegt.
Maximale Stellung, maximale Kraft. Zur Sicherheit geschaut, dass hinten in den Wagen auch Strom ist. Ja, also ich merke es schon, es wird eine entspannte Fahrt. Die Regionalbahn. Oh, hier heute mit Interregio-Bahn. Ein gemischter Zug. Nicht im durchgehend roten Farbgleit, wie man es von DB Regio eigentlich kennt. Nein, wir haben heute mal Interregio-Bahn dazwischen. Sieht man auch nicht jeden Tag. An die Fahrdienstleitung bitte kommen. Fahrdienstleitung hört. Anscheinend ist das Gebäck ausgegangen fürs Frühstück. Wir brauchen dringend mehr. Was machen wir nun? In Ordnung. Ich kümmere mich darum, dass Sie ein bonfrisches Gebäck bekommen. Gut, alles klar. Es soll ja keiner verhungern hier. Okay, das sollte jetzt quasi einen Anruf zum Fahrdienstleiter darstellen. Obwohl ich bezweifle, dass sich der Fahrdienstleiter um das Gebäck bzw. um das Nachfüllen von Ressourcen im Bordrestaurant kümmert. Ich glaube, das macht das DB Service Team dann direkt aus mit dem jeweiligen Service Team am Bahnhof. Und soweit ich weiß, wird auch bei jedem Antritt der Fahrt so viel Nahrung eigentlich aufgefüllt, dass die Hälfte sogar dann wieder auf der nächsten Fahrt mitgenommen werden kann. Also ausgehen tut einem das Essen eigentlich nie auf der Fahrt. Zumindest nicht, wenn die Vorschriften eingehalten werden und der Zug so bereitgestellt wird, wie es in der Regel erfolgt. Es sei denn, jemand hat einen Fehler gemacht, das kann natürlich auch vorkommen. Zu wenig von irgendwas eingepackt. Aber ich glaube, die Essensration abzählen, das ist nicht so schwierig, da sollten die wenigsten Fehler auftreten. Eventuell nur mal, wenn irgendwas verdorben ist, dass es dann das Ungenießbare weggeschmissen wird. Aber mehr kann ich mir da nicht vorstellen. So, langsam Fahrt erwarten. 120. So. Das war jetzt etwas ruckartig.
So, das dürfte Bahnhof Remagen sein. Wir stellen uns hier vorne hin. Genau, Remagen. Mit 120 geht's weiter. Und jetzt haben wir hier die Stelle, wo wir wahrscheinlich den schönsten Blick auf den Rhein haben. Und deswegen nehmen wir an der Stelle die Fensterverriegelung mal raus und schauen während der Fahrt aus dem Fenster. Würden wir in der Realität natürlich niemals machen. Da bleiben wir schön auf unserem Stühlchen sitzen. Aber den Blick muss man mindestens mal hier im Train Simulator genießen. Dafür haben wir den. Ja, und ich weiß nicht, wieso ständig die Meldung kommt, PZB is locked while the train is moving. So, auf jeden Fall machen wir das Fenster wieder zu, legen die Fensterverriegelung ein und fahren weiter wie gewohnt. Wir unterqueren auch nochmal die Straße an der Stelle. Das müsste hier die Straße sein, die dem Rhein die ganze Zeit folgt. Und da haben wir eine LF-Tafel übersehen. Wahrscheinlich, weil wir aus dem Fenster geguckt haben. So, hier vorne müssten jetzt die dichten Kurven folgen. Und deshalb auch die 100 Stundenkilometer. Und im Anschluss geht es dann mit etwas erhöhter Geschwindigkeit weiter. Hier folgen jetzt die Lärmschutzwände. Bis vor zu der Stelle, wo sich vor, naja, einigen Jahren im Train Simulator zumindest und auch in Realität mal ein Fels- bzw. Erdrutsch ereignet hat. Ja, das kommt genau an der Stelle. Passt irgendwie. So, hier vorne müsste jetzt der Bahnhof von Oberwinter kommen. Wir schauen nach. Genau, Oberwinter 48.2. Na, das ist 46.0. Nee, dann scheint das hier Rolands Eck zu sein. Genau, Rolands Eck. Sorry, da habe ich mich vertan. Durch Oberwinter sind wir demzufolge schon durch. Dann geht's weiter mit Neuer Weg und Bonn-Mehlen. Bonn-Mehlen. So rum. Ja. Der 160er Abschnitt sollte folgen. Und das tut er auch gleich. 120 erst einmal. Zugkraft zurücknehmen. 120 an der AFB einstellen. Und die 50 beachten.
Eine vorübergehend eingerichtete Langsamfahrstelle. 160 dürfen dann im Anschluss gefahren werden. Feinste Leitung an 420, bitte kommen. 420 hört. Das ist ja unglaublich. Sie werden es nicht glauben, wie schwer es sein kann, in einer Stadt wie Bonn um diese Uhrzeit Brötchen und Croissants auf die Schnelle zu besorgen. Es hat aber geklappt. Wir bringen die Ladung direkt zum Gleis. Sie werden keine Zeit verlieren. Das hört sich gut an, danke. Na, okay, das hat ja geklappt mit den Croissants. Dann hoffen wir mal, dass die Fahrgäste auch zufriedengestellt sind. Schade, dass wir jetzt hier nicht auf die 160 beschleunigen können. Ich glaube, der Bahnhof folgt dann auch schon unmittelbar hinter der Baustelle. Naja, gut, 11 Kilometer, okay. Da können wir ruhig nochmal auf 160 beschleunigen. Auf der rechten Seite liegen schon neue Schienen. Fertig zusammengeschraubt sind sie schon. Also einzelne Schienenstücken. Das A bedeutet Anfang der Baustelle. Zur Sicherheit auch hier nochmal ganz kurz die Bauarbeiter gewarnt. Auch wenn hier diese Absperrung dazwischen ist und wir hier sogar die Rundumleuchten haben. Hier steht ein Radlader. Container. Und Ende der Baustelle. Sobald der komplette Zug mit seinem Zugende darüber gefahren ist, können wir dann die 160 wieder ausfahren. Das dürfte gleich der Fall sein. Wir können schon mal den Zug langsam strecken, damit die Fahrgäste hinten keinen so starken Ruck verspüren. Wir legen dann ungefähr den Zugkraftsteller auf 45 kN. Das ist so die Anfahrtszugkraft, mit der man ungefähr einen Personenzug beschleunigen sollte. Viel mehr wird in der Regel nicht empfohlen. Fühlt sich für die Fahrgäste sonst ziemlich unangenehm an. Ich weiß, auch ich halte mich nicht immer dran. Ich fahre auch manchmal mit etwas mehr Zugkraft an. Aber wir wollen das Ganze hier möglichst realistisch gestalten. Und deswegen halten wir uns dran. Ganz einfach. Folgt. Daraufhin kommt dann Bonn-Bad Godesberg am Streckenkilometer 39.0. Ja, das wäre der Bahnhof hier. Bonn-Bad Godesberg Nord bei 37.2. Und dann schließlich letzten Endes Bonn Hauptbahnhof am Streckenkilometer 32. Das lässt sich gut merken. Wahrscheinlich Autovermietung oder ja, Autohaus. Sieht stark nach Autohaus aus. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Bonn Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. In Bonn haben Sie Anschluss an den Intercity Express nach Berlin Ostbahnhof. Dieser Zug steht abfahrtbereit für Sie auf Gleis 2, planmäßige Abfahrt 8. 20.
Regionalbahn nach Rheinbach, 8.31 Uhr von Gleis 5. MRB nach Köln-Messe Deutz, 8.31 Uhr von Gleis 1 am gleichen Bahnsteig. Intercity nach Westerland über Köln-Düsseldorf, Duisburg, 8.44 Uhr von Gleis 1. Regionalbahn nach Euskirchen, 8.46 Uhr von Gleis 5. Wir haben auch gute Nachrichten für alle Hungrigen unter Ihnen. In Bonn Hauptbahnhof werden wir frisches Gebäck geladen bekommen. Nächster Halt Bonn Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, die Zugkraft haben wir weggenommen. Wir nutzen die E-Bremse jetzt zum Herunterbremsen, um unserer Lackierung auch alle Ehre zu machen. Der Natur zuliebe. Dürfen die AFB schon mal auf 100 einstellen. Denn innerhalb von wenigen Kilometern haben wir diese Geschwindigkeitsbegrenzung. So, AFB auf 100 eingestellt. Hier vorne kommt auch schon die Tafel. Na, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt die leeren Mägen der Leute füllen können. Mal schauen, ob wir den Bäcker entdecken. Ich gehe mal davon aus, dass man hier lokal in einem nicht bahnzugehörigen Unternehmen bestellt hat. Ich kann aber noch niemanden sehen. Ja, ist doch gut. Wir haben es verstanden, dass die Türen freigegeben werden können. So. Bonn Hauptbahnhof. Und wir schauen uns mal ganz kurz hier den WLBM-Wagen an. Heimatbahnhof Zürich. Oh, sogar mit einem animierten Menschen hinten drin. So, Zwillinge waren das wahrscheinlich. Schauen wir uns den nächsten an. Nochmal Zwillinge. Aber eigentlich sind es ja Vierlinge, weil es sind dieselben Personen. Okay, Fünflinge. Hier unten auch die Bodenplatte hat sich mit angehoben. Das sind jetzt die Wagen vom DB Autozug. Erhältlich bei 3D-Zug im Online-Shop. So, hier hinten dran haben wir, wie es scheint, einen Interregio-Wagen, nee, Deutsche Reichsbahn, steht noch dran. Da hat die Umkennzeichnung noch nicht stattgefunden. Ich gehe mal davon aus, dass es demnächst folgen wird. Oder das Szenario spielt einfach nur in, ja, steht hier eigentlich das Datum dabei? Nee, schade. Sonst hätten wir sehen können, ob das realistisch ist. So, die Wagen sind für 200 Stundenkilometer zugelassen, dürfen in der Schweiz, Deutschland und Österreich fahren. Ja, und tatsächlich, wir sind überpünktlich. Wir haben noch genug Zeit. Können den Zug noch ganz kurz gegen Wegrollen sichern.
So, nach Bonn folgt dann hier unten Reusdorf, Brühl, Eiffeltor. Ja, und dann der Kölner Hauptbahnhof. Hier können wir uns nochmal das Signal anschauen. Ganz kurz zur Erläuterung. Hier unten die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier darunter das Vorsignal. Das gelbe Licht, das weiße Licht macht uns deutlich, dass der Abstand zum nächsten Hauptsignal kürzer ist als im Normalfall. Hier oben das Hauptsignal und dann hier oben nochmal der Geschwindigkeitsanzeiger. So, der Schaffner hat gepfiffen. Die Türen müssten sich damit dann schließen. Wir schauen uns das Ganze nochmal genau an. Das ist auch der Fall, die Türen sind zu und wir fahren ab. Ausfahrt dann mit 130 Stundenkilometern. Die AFB wird drauf eingestellt. Hier unten nochmal in der roten Zahl kenntlich. So, unsere Lok faucht schon wieder schön. Das klingt nach Zugkraft. Ui, das war zu viel. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Bonn zugestiegenen Fahrgäste im Euronight 420 auf der Fahrt von Wien Westbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Der nächste Halt des Zuges ist auch schon Köln Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Okay. Mit 160 geht's weiter. Und wir haben hier bereits umgeblättert. Wir sind heute ziemlich flink unterwegs. Ist ja auch klar, wenn wir die ganze Zeit hier mit Durchschnittsgeschwindigkeit 140 geschätzt über die Strecke donnern. 29 Kilometer sind es noch. Und dann schon die nächste Störung. Einmal am Bahnübergang. Ja, wir haben heute nur grüne Signale vor uns. Wir können uns über nichts beklagen. Das ist eine Fahrt, wie sie sich ein Lokführer wünscht. Ja, die komplette Lokomotivbaureihe 101 wurde von Adtrans gefertigt. Hauptabnehmer ist die Deutsche Bahn. Die
Die Lokomotive gibt es in unzähligen Varianten bezüglich der Lackierung. Hier jetzt in Naturlackierung, dann in Standardverkehrsrot. Zwischenzeitlich gab es auch eine Lackierung einzelner Lokomotiven, ich glaube einer einzelnen Lokomotive, in Rheingoldfarbkleid. Dann ja, mit ja, einmal die UNESCO-Lok in Blau. Also wirklich viele Lackierungen. Und ja, in den unterschiedlichsten Farbvarianten. Links neben uns jetzt hier mal ein etwas größerer Wald. Und in der Ferne ist trotzdem alles noch grün. Damit meine ich jetzt allerdings nicht die Bäume bzw. die Vegetation, sondern ich rede vom Vor- und vom Hauptsignal, was hier wunderbar erkennbar ist auf diese lange Distanz. Einfach weil es hier schnurstracks geradeaus geht. Und die Hektometertafeln am Fahrbahnrand zählen runter wie bei einem Raketenstart. Und endlich folgt auch mal wieder ein Gegenzug. Ja, mal wieder 151. Ich habe so das Gefühl, das ist hier wirklich zum Standardrollmaterial geworden. Ja gut, die 151 ist Standardrollmaterial. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass man immer nur dieselben Loktypen sieht. Klar, 3D-Zug muss Lokpakete verwenden, die, ich sage jetzt mal, bei den meisten auf den Rechnern installiert sind, also Logpakete, die weit verbreitet sind. Dazu zählt halt einfach das TTB oder die TTB Logpakete unter anderem halt München-Augsburg und so weiter und so fort. Da sind ja auch ziemlich viele Assets dabei, also Objekte. Ich glaube zum Beispiel die Absperrung vorhin bei der Baustelle, die müsste auch aus diesem Flusspack stammen. Auf jeden Fall gibt es dort zahlreiche KI-Modelle. So, Streckenkilometer 14,6, das ist demzufolge Brühl. Naja, lange werden wir nicht mehr mit 160 fahren können. Da wird uns gleich die nächste LF-Tafel entgegenspringen. Der 294er war gerade drüben zu sehen, auf den Abstellgleisen. Oh, eine schwarze 101er. Dazu muss ich allerdings sagen, ich bezweifle, dass es diese Lackierung in Realität gibt. Ebenso wie die komplett silberne Lok. Also
ist mir zumindest noch nie unter die Augen gekommen. Würde mich auch wundern. So, dort vorne sehen wir schon die riesigen Containerkräne des Bahnhofs, des Güterbahnhofs Köln-Eiffeltor. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo die Häuser geladen, also wo sie noch nicht geladen waren. So, 8,6. Demzufolge können wir auf die letzte Seite unseres Fahrplans umschalten. Hier in Hürth-Kalscheuren verlässt uns unser Ebola-Fahrplan. Umschlagbahnhof Köln-Eiffeltor. Ich glaube, das ist mit so einer der größten Rangier- und Güterbahnhöfe, die wir hier aktuell im Transimulator zur Verfügung haben. Den größten Europas, nämlich Maschen, haben wir auch dabei. Im Streckenrennen Hamburg-Hannover. Die Strecke hier Köln-Koblenz verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und den Transimulator selbst natürlich auch. Lok hat schon wieder gemeckert gehabt. Störung, Störung. Aber Störungen sind in der Regel nie gut. Egal, ob groß oder klein. Hier vorne geht es jetzt gleich in den Hauptbahnhof rein. Ich glaube, es müsste jetzt hier Köln Süd sein, genau. Darauf folgt dann gleich noch die nächste Himmelsrichtung, bis wir dann zum Stillstand kommen und uns der Kollege ablöst. Dort vorne der Fernsehturm, würde ich meinen.
das dürfte jetzt Köln West sein. Einmal durchgerauscht. Auch für euch als Information, der Großraum Köln ist im Train Simulator für seine Abstürze bekannt. Da geht ziemlich schnell mal der... Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Endbahnhof Köln Hauptbahnhof. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Beachten Sie bitte, dass dieser Zug hier endet. Wir bitten also alle Fahrgäste hier auszusteigen. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Regionalbahn nach Karlplan mit der Abfahrt 8:46 von Gleis 7. Intercity Express nach Amsterdam Zentral über Düsseldorf Duisburg 8:46 von Gleis 5. Regionalexpress nach Aachen Hauptbahnhof über Köln Ehrenfeld Horen Dormagen Düren planmäßige Abfahrt 8:47 von Gleis 8. Intercity Express nach Berlin Ostbahnhof über Wuppertal Hagen Hamm 8:48 von Gleis 2. Regionalexpress nach Hamm in Westfalen über Köln Messe Deutz Köln Mülheim Leverkusen Mitte Düsseldorf 8:49 von Gleis 4. Regionalbahn nach Wuppertal Hauptbahnhof über Köln Messe Deutz Köln Mülheim 8:52 von Gleis 1. Regionalbahn nach Gummersbach 8:54 von Gleis 10. Meine Damen und Herren, wie ich bereits erwähnt habe, dieser Zug endet in Köln Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vergessen Sie auch Ihr Gepäck nicht. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitfahrt im Euronight und würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Nächster Halt Köln Hauptbahnhof enden. Ja, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass der Arbeitsspeicher ziemlich schnell vollläuft. Ich wurde jetzt gerade vom Zugchef unterbrochen. Tut mir an der Stelle leid. Ja, auch mir hat die Fahrt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich würde mich freuen, euch bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. So. Ein letztes Mal am Führerbremsventil gezogen. Störung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche weiterhin allseits gute Fahrt. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch.